Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Die Eisenflut River anzunehmen bei Finn Schönwind in der Divagardesund an dieser Position. Hier nehmt die Quest an und damit Finn bei der Questabgabe an der richtigen Position steht, nehme ich auch die andere Quest an, die er hat, die werde ich aber völlig ignorieren. Ansonsten müsste ich mit dieser Quest, wenn es soweit ist, zur Abgabe zurück zu seiner jetzigen Position. Und so, da ich beide Quests im Questlog habe, steht er, ich sag mal, richtig. Weil ihr werdet vermutlich auch beide Quests annehmen und nicht jede einzeln machen. Natürlich gibt es von der anderen Quest auch ein Video von mir auf YouTube. So, hier darf ich verschiedene Waffen sammeln von den Mobs hier. Es gibt mehr falsche Mobs als richtige Mobs. Aber die gehören auch zu einer Quest, die ich schon aufgezeichnet habe. Die Mobs sind extrem nervig. Na, immerhin ist etwas gedroppt. Wie man sieht, wenn ich hier oben eine mache, trifft es die Mobs auch unten. Das ist ein bisschen verbuggt anscheinend. So, brauche jetzt nur noch ein Azeriten-Säbel und ein Kunstschützenhorn. Wenn man die Mobs in der Nähe von diesen Fässern angreift und da macht oder speziell die Fässer anklickt, dann explodieren sie und machen ziemlich viel Schaden. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich töte zuerst hier diesen großen Mob, weil das sind die nervigen. So, und jetzt gibt mir bitte ein Azeritensäbel. Da ist auch schon unter ein Horn. Perfekt. Quest ist bereit zur Abgabe. Dadurch, dass ich die andere Quest auch im Questlog habe, steht Finn an der richtigen Position. Bis jetzt war es immer so in der Beta, dass man zum Questannahmepunkt zurücklaufen musste, wenn man nur eine Quest im Questlog hatte. Das wollte ich jetzt nicht mehr testen, ob das noch immer so ist. So, Quest ist abzugeben bei Finn Schönwind in der Divagardesund an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.